Und es geht gleich wieder weiter mit Mass Effect Andromeda. Wir sollen ja mit dem komischen Agenten sprechen, der von Aphra geschickt wurde. Machen wir auch gleich, nachdem wir The Terminal gequatscht haben. Danke an Dingenskirchen von. Danke für das Terminal und das Zimmer. Wie immer sind Sie ein König unter Männern. Wer ist Kian Daga? Keine Ahnung. Antwort, danke. König unter Männern? Wohl kaum. Ich habe sie Ihnen schließlich nicht kostenlos zur Verfügung gestellt, aber dennoch gern geschehen. Wir sehen uns später auf einen Drink. Und dann kommt wieder Mr. Vidal. In Port geht das Gerücht um, dass Sie ein Mann sind, der gewisse Gegenstände schnell und diskret beschaffen kann. Und auch liefern. Ich benötige einen solchen Mann. Antworten Sie mir, wenn Sie Interesse haben. Lachlan. Und der wieder, wir finden eine sicher eine Lösung. Kommen Sie morgen Abend ins Scrollers. Ich treffe mich gerne von Angesicht zu Angesicht mit meinen Kunden. Bis dahin schicken Sie bitte keine Details per Mail. Ich hinterlasse ungern Spuren. Okay. Na, dann red mal mit mir bitte. Ryder, gut, dass Sie hier sind. Sie haben bestimmt schon von den Morden gehört. Vor dem Scrollers liegt eine frische Leiche. Einige der Einheimischen sagen, der Scharlatan sei dafür verantwortlich. Das glaube ich nicht. Der Scharlatan ist vorsichtig. Er geht diskret vor. Wer auch immer es getan hat, wollte, dass die Leichen gefunden werden. Um jemanden eine Botschaft zu schicken. Aber wem? Sloane? Vielleicht ist der Mörder ja unzufrieden damit, wie Sloane die Dinge handhabt. Weniger als ein Drittel der Opfer gehört den Verbanden an. Nein, wenn ich wetten müsste, und das tue ich oft, würde ich sagen, es waren die Rokar. Was sollten die Roker in Kadaraport wollen? Kadaraport wurde von den Angara erbaut und vor Sloane auch von ihnen geleitet. Ich denke, die Roker waren hier auf der Suche nach neuen Rekruten. Doch dann ist die Sache aus dem Ruder gelaufen. Und was ist mit den Angara unter den Opfern? Wie passen sie in ihre Theorie? Ich habe ein wenig nachgeforscht. Sämtliche ermordeten Angara haben offen mit den Völkern der Milchstraße sympathisiert. Das heißt also, die Opfer stammten entweder aus der Milchstraße... Oder haben uns unterstützt. Das ist das einzige Muster, das ich entdecken konnte. Ein angaranischer Hafen unter der Kontrolle von Fremden ist genau die Art von Ziel, die sie sich aussuchen würden. Das Problem ist nur, ich habe keine Beweise. Und der Widerstand will sich die Rokar nicht zu Feinden machen. Ich schätze, da komme wohl ich ins Spiel. Ich brauche ihre schicke KI. Um nach Beweisen für eine Beteiligung der Rokar zu suchen. Die Leute haben Angst, Ryder. Das ist ihre Chance, sich in Kadaraport Freunde zu machen. Ich kann mit dem flirten? Nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, oder? Ich soll so nicht, wenn Pibi dabei ist. Wie es aussieht, kann ich meiner beständig wachsenden Liste von Titeln jetzt auch noch Detektiv hinzufügen. Detektive finden Dinge. Und sie sind... Ein Pathfinder. Ja, schon verstanden. Einer der Tatorte ist ganz in der Nähe. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie dort sind. Okay, wenn man dem flirten kann, dann muss der ja nett sein, ne? Also ich denke, dann ist das vom Spiel so vorgesehen. So, dann gucken wir mal. Hier könnten wir wieder mit dem Typen sprechen. Vielleicht ja nicht so schlecht ist, weil das werden wir jetzt tun. So, heißt die immer Türchen aufmachen. Dann mal gucken, was wir hier unten haben. Oh, nee, ich muss da noch hier oben gucken. Fahr ja auch noch nicht mal überall. Weil das alles so verwinkelt und groß ist. Ach, der Arme ist einfach gegen einen Stein gegen gerannt. Tut mir ja leid. Machen Sie ja keinen Ärger. Nö. Was wollen Sie? Ja. Muss ich denn irgendwas wollen? Ja, das hier ist Kadara. Jeder, der nichts will, ist verdächtig. Dieses Gebiet, Fragezeichen. Gehört diese Gegend hier noch zu Kadara Port? Sie wollen wissen, ob sie unter Sloanes Schutz steht? Nein. In den Slums leben Exilanten, die ihre Schutzgebühren nicht zahlen können. Nichts für ungut, aber was machen Sie dann hier? Ich sorge dafür, dass der Abschaum in der Gosse bleibt. Sie wären überrascht, wie viele Leute versuchen, sich nach oben in die Docks zu schleichen. Gab es in letzter Zeit irgendwelchen Ärger? Nicht mehr als sonst auch.
Die Mordrate ist gestiegen, aber das ist keine Überraschung. Warum nicht? Weil jeden Tag mehr Exilanten auf Kedera eintreffen. Das ist zwar gut für den Handel, aber meiner Erfahrung nach bedeuten mehr Leute auch mehr Morde. Stimmt wohl irgendwie, ja. Gehören Sie zu Sloans Gang? Jeder, der was auf sich hält, gehört den Verbanden an. Und was ist mit dem Kollektiv? Scheiß auf das Kollektiv. Die sind die totalen Luschen. Und sobald Sloan den Befehl erteilt, sind sie tote Luschen. Was können Sie mir über den Rest von Kedera erzählen? Sie meinen außerhalb des Berges? Das ist Niemandsland. Der Waffenstillstand gilt dort nicht. Am besten halten Sie sich von jedem fern, dem Sie da draußen begegnen. Auch von den Verbanden? Gerade von den Verbanden. Sie schleppen ziemlich cooles Equipment mit sich rum. Ich habe schon für deutlich weniger getötet. Ist doch voll geil, dann können wir da alle platt machen. Ich sollte jetzt besser gehen. Falls Sie irgendwelchen Kollektivbastarden begegnen, erschießen Sie sie für mich, okay? Ja, ja, natürlich. Mach ich doch. Guck mal, die hat geile rote Haare. Vorwarnung, wir schicken noch eine Gruppe, die ihre Gebühren nicht bezahlen konnte. Helfen Sie dem Aufseher, sie einzuchecken. Ist ein ziemlich rüpelhafter Haufen. Katis, ich habe das Tartarus überprüft, ob dort Aktivitäten des Kollektivs stattfinden. Es gibt jedoch nur einen Haufen Betrunkene und zweitklassige Tänzerinnen. Jedoch sollte ich es mir heute Abend noch einmal ansehen. Zur Sicherheit. Hallo Katis, Sie müssen sich Gies annehmen. Ich weiß nicht, wohin sie fährt. Ich weiß nicht, worin sie verwickelt ist. Aber ich immer, wenn ich aus den Badlands zurückkomme, steht der Rover in Flammen und hat zwei Räder weniger. Beim letzten Mal wollte ich ihr sagen, sie soll es ruhiger angehen. Sie hat mich nur verdächtig angesehen, verächtlich, nicht verdächtigt, und gesagt, bringt meine Scheißkarre in Ordnung, ihr Penner. Ich weiß, dass wir hier draußen im Grunde alle Piraten sind, aber ein Minimum an Anstand kann doch Makadloabma verlangen. Wow, er kann sie überhaupt nicht lesen. Okay, der sagt also, da ist am Arsch der Welt, Niemandsland, will keiner hin. Es war eigentlich. Oh. Okay. Heiße Dinger. Oh, die macht ihm echt Schaden. Gut. Gut, also Geysire sind halt nicht so geil, die mögen uns nicht. Wir sind jetzt von hier gekommen und dahin, da ist der komische Aufseher anscheinend. Ey, komm, da war ich doch jetzt ja nicht dran, ne? Gucken wir nochmal nach hier. Nee, hier müssten wir jetzt überall schon gewesen sein. Vielleicht da hinten noch nicht. Können wir jetzt noch schnell checken. Nee, hier rennen wir immer rum. Da ist nix. Weg da, Leute. Achso doch, der Koch, den hatten wir schon. Na gut, dann gehen wir jetzt hier zu dem komischen... Ich hab seinen Namen vergessen. Wisst ihr, dass die Quest irgendwann mit Kochtopf heißt, aber Namen habe ich gerade vergessen. Bürgermeister war der nicht. Oh, was bist du denn für ein Dude? Der Direktor. Die Badlands. Also, dann kommen sie vielleicht nie mehr zurück. Ach klar, ich mach das was schon. Was wissen Sie über die Lage da draußen? Man könnte sagen, ich bin der Direktor der Badlands. Für Touristen ist das nichts. Jenseits dieser Mauern geht's knallhart zur Sache. Ich bin auch knallhart, genau. Damit komme ich klar. Das sagen viele. Und dann sehen wir sie nie wieder. Die Badlands sind die Müllhalde von Kedera. Wie ein riesiges Gefängnis. Wer sogar für diesen Ort hier zu übel ist, den verfrachten wir dorthin. Das heißt, Exilanten werden ins Exil geschickt? Ja, die Schlimmsten der Schlimmen. Und einige davon wollen sogar dort sein. Haben vermutlich was zu verbergen. Das Wasser ist giftig, überall Schwefelquellen, mit der üblen Angewohnheit in Brand zu geraten. Also nur zu. Tun Sie sich keinen Zwang an. Okay, dann mach ich das da. Remy Tamayo, genau. Ich suche eine Remy Tamayo. Irgendeine Idee, wo ich sie finden könnte? Tamayo. Ach ja, da
das ist die, die darauf bestanden hat, dass sie unschuldig ist. Sie ist unschuldig. Der Verbannte, der die Gebühren eintreibt, hat einen Fehler gemacht. Remy hatte bezahlt. Tja, scheiße. Sowas ist bisher noch nie passiert. Soweit Sie wissen. Kommen Sie mir nicht dumm, Pathfinder. Nö. Als ich Ihr Mädchen zum letzten Mal gesehen habe, sprach sie gerade mit Johann und seinen Leuten. Ein übler Haufen. Ich sende Ihnen den Nachpunkt der letzten bekannten Position von denen. Machen Sie sich auf einen Kampf gefasst. Ey, Skinding. Machen wir. So. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Kann ich den Lebensfroh machen im Planeten? Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Ja, so einen Scheiß machen wir auch wieder offscreen. Keine Sorge. Da! Also dann, Sam. Sag mir, was wir haben. Kederas Wasser enthält viele Sulfidminerale, deren Oxidation toxische Flüsse und Seen hervorbringt. Schwimmen war sowieso noch nie mein Ding. Das trifft sich gut. Nicht einmal die Schilde des Nomad können die Korrosion durch das Wasser verhindern. Die Präsenz von Monolithen lässt auf ein Gewölbe schließen, das den Säuregehalt reduzieren könnte. Gut. Allerdings leben in den Hügeln von Kedera gesetzlose Piraten und andere zwielichtige Exilanten. Je weiter sie sich von dem Berg entfernen, desto gefährlicher wird es. Gut zu wissen. Also dann, Aufbruch. Ach, Leute. Der Nomad kann hier nicht angefordert werden. Nein, echt. Das Wasser brennt. Natürlich ist das nicht, oder? Eine exothermische Reaktion der Schwefelsäure beim Kontakt mit dem Wasser in der Atmosphäre. Kein Wunder, dass es toxisch ist. Die Scheiße brennt. Die Scheiße brennt. Leute, wir sind wieder mit dem Nomad. Wenn wir zusammen unterwegs sind, fällt mir auf, dass Sie häufig Positionen in Riders Nähe beziehen. Möglich. Das kommt mir vor wie der bewusste Versuch, derjenige zu sein, der ihn beschützt. Er ist der Pathfinder. Machen Sie das auch, wenn Sie mit den anderen unterwegs sind? Eigentlich nicht. Verstehe. Also, Peavy und Liam vertrauen sich nicht so wirklich. So. Ich fahr jetzt einfach mal hier hoch, weil ich keine Ahnung hab, was es hier gibt. Ist eigentlich ein guter Plan, ne? Ich meine, kann man mal machen. Ihr wisst ja, wie ich das habe mit meinen ganzen Vorhaben von wegen. Ach du Schande. Guck mal, da kann ich jetzt erstmal hin. Wir haben da so viel zu erkunden, Leute. Das wird gut. Okay, wir gucken jetzt erstmal runter. Komm, was soll der Schmorn? Und die Kamera spackt ab. Wow, wir klatschen wie Blöde. Und... Würde ich gerne scannen? Nee, ich habe ich schon gescannt. Okay, bin weg. Ist ja in Ordnung. Guck mich doch nicht an. Drecksviech. So, hier, holt mir Kuppel raus. Da hat nämlich gerade irgendwas blaue leuchtet. Wollte ich mir gerade angucken. Da hinten hat was blaue leuchtet. Ach, okay, das ist das Wasser, was brennt, ja. Oh, es sieht so schön aus. Aber das ist nicht schädlich. Von daher ist ja alles in Ordnung. So, jetzt ist die Frage, wo ich halt mir mein komischen Dingsbuch gebapscht. Okay, Schluss mit dem Mist. Haben Sie ein Problem mit mir, Costa? Ich weiß nicht. Sind Sie überhaupt hier? Falls nicht, werden Sie gerade heimgesucht. Ich meine hier. Bei der Initiative. Wir erfüllen eine wichtige Aufgabe. Und Sie vertrauen mir nicht. Wie gesagt, das kommt darauf an, ob Sie hier sind. Ich mag das, dass die sich so anbiefen. Hey, na,
Genießen Sie die Aussicht? Sie ist wirklich spektakulär. Diese Schwefelgruben sind Abladeplätze für Leichen. Die Leute verstecken hier draußen alle möglichen Beweise. Clever. Immerhin haben Sie einen Nutzen für das Land gefunden. Mein Name ist Zenaris. Eines Tages wird es eine Abrechnung für all diese Morde geben. Ich versuche, Beweise zu sammeln und die Opfer zu ermitteln. Das ist doch nur verdammter Kreuzrittermist. Ich würde lieber sammeln, was die Leichen bei sich haben und etwas Geld verdienen. Das ist Drexel, ein Blutsauger. Ich würde ihn am liebsten erschießen, aber das würde komplett gegen die Ethik meiner Arbeit verstoßen. Diese Gruben gibt es überall. Falls Sie irgendwelche Leichen finden, sagen Sie mir Bescheid. Die zukünftige Gerechtigkeit wird es Ihnen danken. Oder sagen Sie mir Bescheid, dann danke ich Ihnen sofort. Okay, 5 Leichen scannen. Ja, die Ena Sari hört wahrscheinlich nicht dazu, wa? Ja, zu einfach. Aber guck mal, wenn er jetzt mir schon sagt, wo ich lang soll. Trifft sich das doch super. Au. Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Ja, dachte ich mir schon. Okay, hier ist halt noch nix. Und hier hört's komplett wieder auf. Das ist ja nicht das, was ich wollte. Guck mal, Uran. Uran. Aua. Okay, tut immer noch weh. So, hier könnt ihr jetzt scannen. Die Frage ist, wonach? Da ist eine Leiche. Aua. Scheiße, das tut verdammt weh. Diese Leiche wurde hier entsorgt, wie Zenaris gesagt hat. Ich habe Position und relevante DNA-Informationen für künftige Untersuchungen gespeichert. Okay, mit anderen Worten, ihr müsst einfach bloß das Wasser scannen, ja? Ich meine, das ist wirklich nicht dumm, dass sie das machen, weil ich kann mich da jetzt nicht wirklich drin aufhalten. Denn das macht ja einen schönen Aua, wie man merkt, ne? Okay, hier ist auch keiner drinne. Was ist das denn? Gucken wir einfach hier nach den Leichen. Was soll's? Irgendwas werden sie schon finden. Oder irgendwas werden wir schon finden. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Pech finden wir nicht, aber ich denke, Pech werden wir nicht haben. Außer es ist natürlich wieder so eine Random Quest, wo sie sagen, naja, auf dem ganzen Planeten sind Leichen. Finde sie mal. Das ist bestimmt voll einfach. Für den Arsch. Es wäre eigentlich bloß sinnvoll, wenn der Nomad auch einen Scanner drin hätte, der vielleicht ein bisschen leistungsstärker wäre. Au. Okay, tut immer noch weh. Ja, ich weiß. Kann doch nicht dafür, dass du so doof bist und da drin springst. Oh, bis dahin komme ich doch bestimmt nicht. Oh, vielleicht doch. Okay, tut immer noch weh. Oh, geil. Wie lange müssen wir uns den Spruch denn anhören, bitte? Nee, da hinten will ich nicht hin. Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Halt die Fresse, das wissig. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Ah, guck mal, jetzt findet da schon wieder, jetzt sagt mein Scanner da oben schon wieder, ey, Pathfinder, guck mal da hinten, da wäre was, was du dir mal holen könntest, da. Ja. Scheiße, das tut verdammt weh. Ich weiß. Aber wir gehen jetzt einfach noch der Leiche nach, die wir hier finden könnten. Möglicherweise. Okay. Guck mal, ist so. Haben wir doch, ist doch alles gut hier. Warum heulen sie denn rum, meine Damen und Herren? So, wo können wir hier was scannen, bitte? Den nehmen wir doch gerne mit. Ein Datenpad. Caitlin Parrott. Warum haben wir diese Warum haben wir diesen Helmfreak überhaupt mitgenommen? Baxter hat den ganzen Abend keine Sekunde Ruhe gehabt. Nicht einmal Marcus kann ihn beruhigen. Er brabbelt ständig irgendwas vor sich hin und durchwühlt den Schrott auf seinen Schlitten. Baxter ist verrückt und Pale immer noch depressiv. Ich habe das Gefühl, das ganze Team zerfällt. Nicht einmal, dass wir an einen neuen Stase-Spind gefunden haben, hat die Laune gehoben. Und warum zur Hölle hat mich
Markus eine halbe Stunde lang mit unseren Rationen jonglieren lassen? Seit wann bin ich bitte Zirkuskünstlerin? Oh Gott, Baxter hat angefangen, mit einer Suppenkelle herumzuhauen, als würde er uns zum Abendessen rufen. Mir reicht's, ich hole die Pistole aus dem Rover. Wenn der Freak durchdreht, ist es das Letzte, was er tut. Ende des Logs. Die Truhe enthält persönliche Gegenstände. Sie ist auf die Passero registriert. Die Passero? Dann stammt sie von der Salarianischen Arche. Bingo. Sie haben es geschafft. Wie es aussieht, sucht ein Bergungsteam nach diesen Truhen. Und das bedeutet, es gibt noch mehr von ihnen. Die Salarianer sind irgendwo da draußen. Noch ein Mordopfer. Ich habe die relevanten Informationen erfasst. Ach so, weggeschickt. Werden nicht hilfreich. Und ich glaube, das ist wirklich so, dass es hier überall einfach mal sein kann. Voll geil. Opferzahlen, sowohl Salarianer als auch... Ah, nein, geil, ja. Das ist ja schön. Können wir jetzt zu jedem Punkt hinreisen und dann müssen wir halt da in der Nähe was scannen. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ja. Das wäre so schön, wenn das eben keine Random Quest wäre. Ach komm, da war da ja nicht. Du Arsch. Ja, das lief jetzt vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber was soll man machen, ne? Was soll man machen, Leute? So, die Leiche habe ich jetzt gescannt. Ja, oh, die hat er, die Leiche. Okay, das hat ihm jetzt nicht ganz so gefallen. Das Wasser ist hochgiftig, Pathfinder. Wir sollten uns hier nicht länger als nötig aufhalten. Ja, dachte ich mir. Will ich auch ja nicht. Aber du lässt mir irgendwie keine Wahl, weil du halt so kacke bist. Wisst ihr was? Ich springe jetzt noch da drüben hin. Und zwar von hier aus, weil das gefällt mir nämlich alle wieder nicht. Das war knapp. Das war sehr knapp. Und wisst ihr was? Jetzt werde ich die Folge beenden und ich bedanke mich für alles, was wir bisher getan haben und ihr bisher für mich. Ihr seid ja so toll. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.